Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Günther, der Hühnerkönig. Und wir sind nach wie vor im großen Konflikt mit, ich wollte gerade sagen mit den Aserai, aber wir wollen mal nicht zu weit in die Zukunft gucken. Oder in die sehr nahe Zukunft vielleicht. Immer noch mit den Kusait, sind immer noch im Hin- und Her-Struggeln. Und ja, ich würde sagen, schauen wir mal, was wir noch so anrichten können. Wir haben ganz gut was. Wir müssen heute wieder jemanden ernennen. Und im Idealfall noch weitere. Also, es wird mir ja mit jedem Mal mehr. Im Übrigen, mir wurde gesagt, dass ich in der Königreichsverwaltung nachträglich Burgen wieder abtreten lassen kann und mir geben. Aha, vorschlagen, die Siedlung jemand anderem zu geben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann geben wir doch einfach eine Burg jemanden, der schon zwei Burgen hat. Und geben die vorher weg. Das ist eine gute Idee. Gefällt. Freilassung. Haben wir irgendjemanden gerade bei uns als Gefangenen drin? Für mich sind jetzt gut eineinhalb Wochen vergangen seit der letzten Aufnahme. Ich muss mich erstmal wieder einfinden. Ach du heiliges Biss. Ja, ich glaube, wir sollten ein paar Leute wegbringen. Ins Gefängnis. Wohin gehen wir dafür? Am besten ein bisschen abseits der Front. Auch wenn ich Angst habe, dass die Burg dann dafür eingenommen wird. Aber ich habe letztens erst eine große Armee vernichtet. Ja, das Problem ist jetzt, Verteidiger hinzuzufügen. Im schlimmsten Fall verdamme ich die einfach. Weil selbst wenn ich jetzt 100 oder 200 Leute extra ablade, wenn da wieder eine 1 bis 2000 Armee kommt, ist das Ding eh verloren. Dann gehen wir mal ein bisschen zurück hinter die Linien. Eine ganze Menge Hühnerfutter. Kommt mal mit. Ihr seid alle eingeladen. Oh Gott, ich glaube, jetzt geht's gleich wieder los. Im Übrigen, solltet ihr im Hintergrund richtig heftiges Donnern und Gewittern hören. Ja, es ist gerade ein richtig fetter Sturm über der Gegend. Und ich habe eine lange Zeit überlegt, ob ich überhaupt aufnehmen will. Weil das, worauf ich weniger Bock habe, ist, dass ich jetzt eine halbe Stunde drin bin und es gibt plötzlich einen Stromausfall. Aber hey, no risk, no fun. Auch ein Gewitter kann Günther nicht aufhalten. Haben wir irgendwo? Wir haben Ger, der Vaterlose. Okay. Gehen wir mal zur Burg Utelaim. Und geben dort unsere Gefangenen ab. Denn die sind uns ziemlich auf den Utelaim gegangen. Dass ich Zutritt um die Burg erbitten muss. Ey, ich bin hier der König. Was geht denn? Hier, nicht Truppen. Hier, Gefangene. Verlies, Gefangene spenden. Das hört sich so allgemeinnützig an. Zack. Nein, nicht die Milizen da. Das sind so viele. Aber solange ich die jetzt hier eingeschlossen habe. Oh, hier, Gulaschfutter. Ab geht er. Gucken wir mal kurz nach Seonon. Dann müssen wir sowieso. Ich bin im Überlegen, sollte ich ganz kurz... Okay, oh, die werden belagert. Sehr schön. Ich glaube, meine Leute kümmern sich doch endlich mal um Vlandia. Finde ich schön. Melitz, die Stallmacherin. Aus Jakulan. Vlandia. Oh. Die scheint mich nicht so sehr leiden zu können. Baukunst einhändig. Und gerade, dass sie Vlandia ist, da haben wir immer noch ein paar Köpfe zu rollen. Nee, nicht unbedingt. Aber wisst ihr was? Wir versuchen es mal. Wir versuchen jetzt mal, Vlandia restlich loszuwerden. Oh, shit. Nee, oder? Ja, das. Halt, halt, halt. Hier wird gerade ein Dorf geplündert. Wir gucken gleich nochmal vor. Weil es könnte sein, dass jetzt hier eine Armee direkt vor Ort ist. Ja, stimmt, die hat mal wurde uns doch letztens. Das haben wir doch schon eingenommen und wurde uns wieder weggenommen, ne? Ich erinnere mich. Was sagt denn das Kräfteverhältnis? Ich meine, Vlandia ist kurz vorm Exitus. So wie es auch sein sollte. Wir sind auch, was die Stärke angeht, echt am Aufsteigen. Die Kusait sind aber immer noch verdammt stark. Auch wenn wir denen so viele Verluste zugefügt haben. Was? Jemand von Vlandia plündert hier unten an der Front? Ich habe jetzt mit vielen gerechnet, aber nicht damit. Ja, komm mal her, Kamerad. Ich glaube, wir müssen noch ein Wörtchen miteinander reden. Das ist natürlich ein Söldner.
Du kommst mir mal her, Freundchen. Wir haben noch einen Huhn miteinander zu rupfen. Du gehst mal weg da. Du bist aber höchstwahrscheinlich ein Söldner, ne? Ach, guck mal, wir haben einige Milizen da. Die können wir gleich in die Bucht stecken. Damit können wir doch arbeiten. Gefangene nehmen wir auch einfach mal mit. Soweit wir können. Wir werden dann bald mal wieder welche los. So, Erfahrung spenden ist auch gut. Dann können gleich unsere Leute... Ach, guck mal an, wer da... Oh, hallöchen. Dann bin ich doch genau rechtzeitig gekommen. Finde ich gut. Vorher befördern wir aber noch ein paar Leute. Boah, ich würde schon gerne mal wieder eine Burg verteidigen. Wir geben erstmal die Milizen ab. Ihr kriegt die Milizen, bitteschön. Warten wir mal ein bisschen. Schauen wir mal, ob sie kommen. Da möchte ich mal einen Ausfall machen. Nein, 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 nicht weiter. Ihr Spielverderber. Ihr wollt ernsthaft erstmal dürfen... Oh ja, genau, natürlich. Jetzt wollt ihr angreifen plötzlich. Um euch kümmere ich mich später. Mit euch fangen wir an. Ja, komm. Da mähen wir uns mal ganz kurz durch. Ich würde sagen, da wird nicht lange nachgedacht. Einfach Charge drauf. Viel Spaß. Bei der Kavallerie, ihr könnt vielleicht ein bisschen bedachter agieren. Aber der Rest ist egal. Wir sind in der Überzahl, da braucht man keine Taktik. Die Weisheiten des Günthers. Günther hat extra ein Taktikbuch geschrieben. Er nennt es die Kunst des Kolbens. Ja. So. So, hauen wir uns weiter durch. Das ist jetzt richtig das Steuer. Schaut euch die Verluste an. Ich glaube, das sind keine hochwertigen Truppen, die haben. Ja, ich sehe schon, das sind alles fast nur Bauern und Rekruten und so. Also wirklich... Die haben den Schmutz von der Straße aufgekehrt, wie es aussieht. Und in die Schlacht geschickt. Schon lustig. Wir kämpfen hier gerade gegen die Kuhseite und es sieht so aus, als hätte ich die Kavallerie übermacht. Das ist schon irgendwie lustig. Ich glaube, das Ding ist erledigt. Aber ich glaube, in der Autoschlacht hätten wir trotzdem einiges an Verlusten gemacht, weil es war zu ausgeglichen dafür, um jetzt nahezu verlustfrei durchzukommen. Ah, stimmt. Eine Sache muss ich auch noch nachholen. Und zwar kann ich mich ja respecken. In der Arena, wurde mir ja gesagt. Und ja, wir haben halt sehr viel Streitkolben-Infanterie, deswegen haben wir da auch sehr viele... Ja, hinterlassen wir sehr viele Verluste. Ich bin am überlegen, ob ich meine Truppen vielleicht umdesigne, dass ich dann zwei Hammer vielleicht doch eine Zweihandaxt haben. Zum einen, weil zwei entdeckt. Na gut, andererseits, nee, komm, bei unseren Hämmerern bleibt man. Aber Günther sollte mal wirklich sagen, da werden keine Verletzten hinterlassen, wo Günther zuschlägt. Also, wenn er nicht will, dass Leute verletzt werden. Deshalb machen wir uns mal den Trade raus, dass wir Leute gefangen nehmen. Mit höherer Wahrscheinlichkeit. Gerade wenn wir eine Axt reinsensen. Ich möchte wirklich mal größtenteils gegnerlos werden. Ja, das war's, ne? Sehr gut, Leute! Ich freue mich schon mal. Das Ding ist nämlich schnell. Ich glaube nicht, dass sich da noch irgendwas dran dreht und ändert und wendet. Wo ist denn der eine, der die ganze Zeit noch am Wegreiten ist? Hier wird noch geschossen auf den. Ich sehe es nicht mal auf der Übersicht. Wo ist der? Ich meine, unsere Leute schießen hier alle noch fröhlich. Irgendwo scheint noch was zu sein. Ja, irgendwo hier läuft einer. Okay, ist down. Okay. Da ist noch einer, so ein dritter Bogenschütze.
Ich sehe ihn. Der kriegt aber auch wirklich gerade die volle Ladung ab. Der schafft es aber bis jetzt echt noch wegzukommen. Wahnsinn. Junge, wir haben noch eine weitere größere Schlacht vor uns. Kannst du dich mal bitte ein bisschen beeilen mit dem Sterben? Wir haben noch Termine. Dankeschön. Endlich, Leute. Hat ja zum Glück nur Jahre gedauert. Mitkommen. Ich habe eigentlich gar keine Gefangenen-Slots mehr da, aber ich kann bestimmt welche rekrutieren. Jawohl. Nehmen wir die mal mit. Und befördern können wir auch ganz ordentlich. Zack. Ja gut, gefangen. Ja, lass mal von mir aus, ist mir jetzt egal. So, jetzt ist die Sache die. Wer bist denn du? Hä? Hat sich die Armee aufgelöst hier unten? Nee, die ist noch hier. Wer auch immer du bist, ich nehme dich auch mal Gegner mit. Ja, was soll's. Lass mal ein paar Leute hier zurück. Ganz ehrlich. Imperiale Rekruten, weg damit. Ich mache es aber nicht großartig hin und her. Das passt schon so, wie es ist. So. Die Truppen gehen weiter. Oh, die wollen sich vielleicht Rotal. Wisst ihr was? Wir gucken mal nach Rotal runter. Die werden doch bestimmt hier irgendwo Stress machen. Die Armee, die hier runterzieht. Ich komme mir gerade ein bisschen vor, wie hier die drei Jäger mit Legolas, Aragorn und Gimli, die hier den Uruks hinterherlaufen, ey. Was riechst du? Hühnerfutter. Sie sind uns auf der Fährte. Kommt Günther also hinterher gerannt. Was fällt. So ganz alleine. ja. So. Zur Festung. Zum Verlies. Komm, dann lass mal ein paar Leute Gefangene spenden. Bitte, 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 bitte. Du warst ja... kleine Fraktion von Imperium. Ja, komm. Du kommst auch in den Knast. Tavernenbezirk verkaufen wir mal die Gefangenen jetzt, die noch übrig sind. Können wir noch was rekrutieren? Ja, komm, holen wir noch ein bisschen was ran. Wir können noch Truppen gebrauchen. Dann hätte ich gerne... Hier haben wir niemanden mehr. Ich würde mal ganz gerne noch schnell zur Festung gehen. Ja, nicht zur Festung. Arena. Übungskampfturniere. Das ist für mich. Wo war das nochmal? Das war bei... Oh, jetzt muss ich wieder rausgucken dafür, ne? Mist. Ich würde gerne wieder gehen, danke. Nicht zur Stadtmitte. Ich möchte eigentlich komplett raus. Wieso? Ach so. Erst nochmal gucken schnell. Es war Menschenkenntnis, ne? Ne, halt. Intelligenz. Was nehme ich bei Medizin? Intelligenz, Medizin. Intelligenz, Medizin, da haben wir's. Ja, ganz bestimmt. Okay, das hat mir sehr, sehr geholfen. Ich gehe wieder. Tschüss. We won! Ja, wir haben gewonnen. Ich habe mich verklickt, Entschuldigung. Okay, passt. Ich hätte jetzt gerne Medizin neu gelevelt. Was können wir denn da machen? Trefferpunkte, Heilungsrate. Ich glaube, die 5 Trefferpunkte bringen wir jetzt gar nicht mehr so viel. Obwohl 30% Regeneration der Treffpunkte nach jeder Schlacht, das bringt extrem viel.
Aber Kampfbewegungsgeschwindigkeit. Oh, nee, 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 ich möchte schneller sein. Gerade die Prozent drauf, da, das macht schon viel aus. Treffpunktregeneration. Ah, hier, das. Stattdessen bekommen wir mehr Trefferpunkte für Reittiere, ist mir egal, aber mehr, weniger Malus durch Truppgeschwindigkeit. Das ist richtig gut. Hier, weniger Malus durch Verletzte auf die Truppgeschwindigkeit, so meine ich's. Das ist gut. Heilungsrate bei Truppenmoral. Machen wir, haben wir eh immer hoch. Lagerungsbeschuss. Wachstum von Feuerstellen, Überlebenschance von Opfern. Dörfern. Truppsiedlungswohlstand. Boah, das klingt gut. Ah, hier, Chance auf Erholung vom Tod durch Altersschwäche. Das machen wir auf jeden Fall auch. Treue bei regierten Siedlungen, das klingt auch gut. Arzt des Volkes. Günther ist der Arzt unseres Vertrauens. Günther ist der Meister Popper mit der Amputationssäge. Gut, dass Altersschwäche einmal entgehen. 10 Treffer. Oh, ich meine, wenn wir jetzt sterben durch Altersschwäche, dann ist es eben so. Wir sind jetzt eh schon alt genug mit Günther. Wir haben uns einmal zurückgesetzt. Von daher würde ich schon gerne sagen, dass ich mehr Trefferpunkte für andere Helden im Trupp schon gerne hätte. Muss ich sagen, dass die einfach mal länger aushalten, dass unsere Helden noch beefier werden. Fände ich schon gut, der Krafttrunk. Ja, komm, machen wir den Krafttrunk. Erfahrung für 500 Einheiten am Ende nach der Schlacht. Ja. Truppenregenerationsrate pro 10 Truppen. 2% mehr pro 10 Truppen in eurem Trupp. Das ist ja richtig. Oh, das ist richtig heftig bei der Menge an Leuten, die wir im Trupp haben. Die regenerieren dann ultraschnell. Das ist gut. Erfahrung kriegen wir eh gut, schnell genug. Und mehr Trefferpunkte für Truppen für jeden Punkt drüber. Über 250. Ja gut, da kriegen wir halt. Wir kriegen ja 250 Trefferpunkte auf diese Weise dazu. Alter, verhalte! Zählt das auch für meine? Na egal, das passt schon. Ich bin zufrieden. So, ich würde sagen, erfolgreich umgeskillt. Hier in der Taverne gibt es nichts mehr. Dann retten wir mal Amaterys da unten. Holen wir auf dem Weg noch ein bisschen was. Noch ein paar Leute rein. Boah, es sind nicht mehr viele Verteidiger da. Ich muss mich beeilen. Direkt aufs Belagerungslager und drauf da. Truppen weiter aufwerten. Nehmen wir den einen Krieger noch mit. Die Schlacht hat noch nicht begonnen. Echt schade, wenn das jetzt jemand versauen würde, die ganze Party, nicht wahr? Ich kenne da jemanden, der das machen würde. Ihr vielleicht auch. Hallo. Ich warte mal noch ein bisschen. So, jetzt. Ich wollte, bis es wenigstens Tag ist. So, Hallöchen, meine Freunde. Hier hätte ich gerne eine defensive Position. Wo ziehen wir die am besten? Hier ist ein schönes offenes Feld. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Da gibt es hier irgendwo noch eine Position, die gut. Ja, das da hinten könnte nicht schlecht sein.
Wir haben gerade nicht sehr viele Schützen, kann das sein? Was zur Hölle? Das ist alles? Ich glaube, ich habe sehr viele Schützen abgegeben an die. Ich habe vor allem ewig viel Kavallerie. Ja gut, ja, weil ich ja die ganzen Garnisonstruppen da gespendet habe. Wir haben echt kaum noch normale Einheiten. Das ist gar nicht mal so cool. Vor allem nicht gegen die Masse an Gegnern, die wir hier vor uns haben. Naja, was soll's. So Leute, macht euch bereit. Wir haben ein kleines Geschnetzel vor uns. Ich finde es schön, wie viele stokianische Reindurchbrecher wir auch immer wieder haben. Die machen eigentlich schon die Hälfte unserer Armee aus. Ja gut, weil wir unsere ganz normalen Streitkörperkämpfer allesamt. An die Burgen gespendet haben. Da kommen sie. Ja, die Briten Bogenschützen werden natürlich Stress machen. Da können wir nicht viel tun gegen. Außer unsere eigene Reiterei gegenzuschicken. Sagt bloß, ihr kommt hier rein. Ja, das ist ja sehr nett von euch. Das ist ja mega nett von euch. Dankeschön. Und zack. So, drauf da. Oh, besiegt 10.000 Gegner. So, jetzt kommt die Kavallerie rein. Wo wir jetzt die nervigen Truppen der Kusaiten erledigt haben, die Briten im Bogenschützen und Plänkler. Weil das sind die wirklich nervig. Können wir uns dann erstmal wieder zurückziehen. So, jetzt entstehen ja auch ein paar Tote. Das finde ich gut. So, dann gucken wir mal, ob der Rest jetzt auch noch kommt. Na, die lassen sich ein bisschen Zeit, ne? Kommen die überhaupt? Die kommen gar nicht, kann das sein? Hm. Alles klar. Dann begeben wir uns auf Position. So. Kommen wir mal ein bisschen näher. Ich glaube, die haben so ein bisschen die Schnauze voll jetzt schon. Hm. Interessant, dass die sich defensiv verhalten, obwohl die so in Überzahl sind. Die haben wohl ein bisschen Schiss, habe ich das Gefühl. Na, das sieht mir so aus, als machen sie jetzt ihren anderen. Okay, die berittenen Bogenschützen kommen für einen weiteren ran, aber ist jetzt nicht unbedingt die beste Idee von euch, muss ich sagen. Ihr bewegt euch mal vorwärts. Mit dir. Horse, face up. Bowman. Advance. Ihr könnt alle mal advancen jetzt soweit. Sehr gut, die erwischen wir jetzt alle.
Dann wollen wir mal selbst mitmischen, würde ich sagen. Die Kavallerie bereitet mir zwar noch ein bisschen Sorgen. Ganz ehrlich. Ihr könnt volle Kanne angreifen. Ihr dürft euch gerne ein bisschen beeilen, weil die Kavallerie wird jetzt gleich reinstürmen. Und in die aufgelockerten Reihen gehe ich mit rein. Auf geht's! Ab ins Gefecht! Locken sie alle wieder so. Ja, das ist besser. Alle, die ja von den Reitern abgelenkt sind, mal ein bisschen durchfräsen. Ja, wir machen immer noch sehr viele. Nur Verluste bei Gegnern und wenig Tote. Selbst mit der Axt. Und jetzt ohne der Medizin. Obwohl jetzt, ah doch, da sehe ich ein paar Leute spratzen ein bisschen. Okay, ich bin gerade ein bisschen eingekreist, muss ich sagen. Kommt die Infanterie bald? Ja, die sind auch auf dem Weg. Sehr gut. So, zeigen wir mal. Spielen wir mal ein Spiel mit den Kusait. Wir spielen jetzt mal. Wie lange habt ihr noch Einwohner, um die uns gegenzuwerfen? Irgendwann wird es ziemlich leer in den Städten, habe ich das Gefühl. Und Dörfern. Ah, jetzt hacken wir schön durch. Ja, jetzt sind sie wieder abgelenkt, drehen wir den Rücken. Oh, schau dich den Killfeed an. Ja, das... Ah, okay, wir haben... Jetzt haben wir mal jemanden verloren. Ich wollte gerade sagen, wir machen nicht mal groß Verluste. Ja, gerade durch den Medizinskill, dass die Trefferpunkte höher sind, werden unsere Truppen auch sehr, sehr beefy mittlerweile. Und damit meine ich nicht, dass sie so ein Mini-Salami werden. Kommt noch ein bisschen Kavallerie nach und die kümmern wir uns gleich mal. So, der Rest übliches kriegt die Kolbenbehandlung. Wo kommt ihr denn da hinten noch alle her? Na gut, okay, die Gegner haben immer noch viele Truppen, sollte man nicht unterschätzen. Bonk. Hallöchen. Holen wir uns mal einen nach dem anderen. Jetzt sind es eigentlich die ganzen Bullet-Truppen, die wir jetzt noch verschonen, aber ich möchte hauptsächlich meinen Streitkolben leveln. Ja doch, ich glaube, die Gegner gehen langsam ein kleines bisschen drauf. Noch jemand? Du willst noch mitkommen, alles klar. Ja, ich würde sagen, das wird ein ziemlich eindeutiger... Okay, das ist dieses ganze Bauernvolk, da sensen wir mal eben durch. Die schreien doch für mich danach, schaut sie euch an. Bitte Günther Senpai. Oh no. Oh nein, Step Günther. Ich stecke im Hühnerkäfig fest. Komm, den Rest holen wir noch. Reife Ernte. Ihr kennt euch aus, ihr seid Bauern. Den da mit dem Bogen hole ich mir noch. Weißt du was, ich möchte dich mitnehmen. Dass man immer einen kurzen Geschwindigkeitsmodus bekommt, wenn man Waffen wechselt, ist ein bisschen gemein. Aber ich glaube, damit wir immer vermeiden, dass du wahrscheinlich kiten kannst. Immer zwischen Bogen und Nahkampf hin und her wechselst und so. Obwohl, kiten kannst du auch so, wenn du nur Fernkampf bleibst. Jawohl. Den letzten lasse ich einfach. Sehr gut, Leute. Uff. Hey, 4-einhändig, 4-Taktik. Wir haben nur 4 Tote gehabt. Die haben allgemein, ja doch, die haben ein paar mehr Tote.
Ja, doch, damals, ja. 375. Uhuhu. Ja, macht sich doch bezahlt. Günther hat einfach mal 221 Leute umgenudelt. So, da haben wir eine ganze Menge Leute, die wieder mitkommen wollen. So ganz großzügigerweise. Finde ich super. Sortieren wir mal nach Rang. Abwärts. Und nehmen mit. Was nicht nied- und nagelfest ist. Okay. Gut, was mitgenommen. Alles klar. Und schon hätten wir das wieder. Wie schaut es übrigens aus? Hat Vlandia noch großartig was? Ja, diese Burg wurde wieder zurück eingenommen. Vlandia hat nur noch diese drei Burgen. Ich habe das Gefühl, dass meine Leute das jetzt alleine schaffen. Ich muss nur ein bisschen die Front noch halten. So, mit genau diesen Leuten würde ich dann jetzt gerne mal... Komm, ich glaube... Chalmare sollte noch ein bisschen... Frieden mit Vlandia? Ne, ne, ne. So, so wird hier auch nicht getanzt auf der Hochzeit. Oh, warum gibt es denn keine Leute mehr zum Rekrutieren? Das ist ja schlimm. Zum Verlies da. Gefangene spenden. Na, so viele waren das jetzt gar nicht. Kommt mal mit. So, dankeschön. So, dann hätte ich gerne mal die Leute weg, die noch übrig sind. Können bestimmt die auch gleich noch rekrutieren. Nein. Das bisschen, was von Vlandia übrig ist, mit denen müssen wir keinen Frieden schließen. Da kriegt auch schon der, da hast du recht, aber das ist nicht das Argument, was ich hören will. Beziehungsweise, es ist nicht die Schlussfolgerung. Nicht im Sinne, der Krieg dauert schon so lange an, wir sollten Frieden schließen, sondern der Krieg dauert schon langsam an, wir sollten mal jetzt endlich mal die letzten Köpfe einholen. Das ist eher die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen würde. Ah, oh, die Burg wird angegriffen. Die Burg wird angegriffen. Schafft die Männer schnell auf die Welle. Oh nein. Oh nein. Es sieht aus, als hätten wir den Hühnerkreuzzug, aber ist es das, was ich will? Ich bin froh, dass ich mich gerade so gegen die halte. Gegen die Kusait würde ich weniger Tribut bezahlen. Ich schaue, dass ich die eine Armee noch wegtrete. Dann kriege ich vielleicht auch noch günstigere Friedensverhandlungen rausgeschlagen. So, angekommen. Halt, Moment ganz kurz. Ich werde noch kurz vorher Truppen befördern und Leute reinholen. Dann würde ich mit den Kusait erstmal Frieden schließen vorübergehend. Um den Aserai mal ordentlich eine Respektschelle zu geben. Da haben wir auch mal ein bisschen Abwechslung. Finde ich auch gut. Reicht ja, wenn wir Stück für Stück unsere Ziele erfüllen. Und dann haben wir auch mal ein bisschen andere Front. Vor allem mal ein bisschen Fangkämpfer wieder. Ein Durchbrecher, zack, zack, zack und zack und zack. So, ran da. Angreifen. Jetzt ist es leider ein bisschen dunkel. Das heißt, wir beeilen uns mal besser. Wir wollen schnell wieder nach Hause. Jetzt haben wir mal ein paar mehr Punkte. Letztes Mal war das Verhältnis der Truppen einfach eine andere. Oder wir hatten, das stimmt, wir hatten vielleicht einfach zu viele von den Infanterietruppen einfach als Verletzte. So, die Respektschelle geben wir denen noch mit. Vielleicht verbessert das nochmal die Kondition für den Frieden. Und dann kümmere ich mich erstmal um die Aserei. Und dann können wir nach Süden ein bisschen expandieren. Und finden dort vielleicht auch mal ein paar neue Gefährten. Und dann haben wir die Beginne des Hühnerkreuzzugs. Ist doch auch gut. Da geht's schon los. Da geht's schon los. Da kommen sie schon. Angriff! Auch wenn ihr vielleicht nicht ganz so viel seht, dann tut's mir leid. Ich könnte jetzt leider nicht auf den Tag warten, weil die Burg war kurz vorm Verenden.
Aktuell ist es wirklich so eine Drei-Großmachts-Beziehung, die gerade besteht zwischen dem Hühnerkönigreich, zwischen den Asarai und den Kosait. Jedes Königreich versucht so die Vormachtstellung zu bekommen und dem anderen in den Rücken zu fallen. Jetzt habe ich gerade zwei große gegen mich. Nicht, dass Günther das selbst nicht bewältigen könnte, aber ich kann halt leider nicht überall sein. Das ist das Problem. Und wenn jetzt zwei Fronten sind, wir werden garantiert sehr viel verlieren. Deswegen müssen wir jetzt mal kurzzeitig mit den Kosait den Frieden schließen. Mit denen ist es auch günstiger. Und den Asarai mal kurz zeigen, dass es Konsequenzen hat, mir den Krieg zu erklären. Die Kosait haben die Konsequenzen schon gespürt. Leider gibt es hier keine wirklich lernende KI in dem Sinne, dass die merken, das war eine scheiß Idee. Das wäre noch ein bisschen cool, so ein bisschen selbstlernende KI, die dann auch wirklich aus ihren Fehlern lernt. Und wo dann auch wirklich sagt, okay, denen den Krieg zu erklären, das hat uns so aufs Maul gegeben, das lassen wir in Zukunft lieber, da denkt man lieber in Zukunft dreimal drüber nach. Solche Konsequenzen zieht die KI, glaube ich, nicht in die Fraktion hier. Aber sagen wir einfach mal, dass wir denen eine ordentliche Respektschelle geben. Und das was mit auf den Weg geben. Und die nicht einfach so davonkommen lassen. Sogar ohne blaues Auge davonkommen lassen. Das kann ja auch nicht angehen. Ich meine, hallo? Wir haben auch einen Wurf zu verlieren. Ich mähe noch ein bisschen den Rasen. Ja, ich weiß, dass hier Schnee bedeckt ist. Ich meine auch nicht das Gras. No, das ist gleich erledigt. Dadurch, bitte, dankeschön. Ich muss diese Folge trotzdem noch jemanden zu einem Heerführer ernennen. So, das war's gleich. Bisschen Kolbenlevel noch. Bonk. Schön. Mit der Rückhand. Hat mir das nicht? Das hat mir keinen. Ja. Doch, es hat mir doch den einen in Einland gebracht. Der eine Schlag. Finde ich super. Ah, da alles levelt echt gut mit der Armbrust. Das wird auch gut. So, ihr kommt mir noch mit. Wisst ihr was? Dann bin ich mal so nett und verkaufe euch kurz, bevor ich den Frieden schließe. Hihi. So. Nehmen wir noch ein paar Sachen mit. Der Rest wird gespendet. Wir gingen uns auf dem Weg zur Front nach unten. Schließen dann Frieden mit den Kosait. Die Kosait wollen selbst einen Frieden haben. Oh, perfekt. Oh, genau die. Perfekt, genau diese Respektschelle war die, die sie noch gebraucht haben, um zu merken. Oh, und jetzt zahlen sie mir sogar Tribut. Ne, Moment. Frieden an, wenn wir uns verpflichten. Aber gut, nur 2000 ist echt nicht. Kann ich das? Ich kann ihn noch kurz vertagen. Gut, ich würde nämlich kurz vorher noch die Gefangenen verkaufen. Dankeschön. Und jetzt können wir den Frieden schließen. Ich habe jetzt nicht abgelehnt, oder? Ich habe abgelehnt, oder? Och, Mann. Aber immer noch viel. Guck mal, wie die Tributzahlung runtergegangen ist, weil wir die so übelst gedroschen haben, aber. Okay, wir lernen ja eh gegenüber offensiv. Hier machen wir auch erstmal defensiv gegenüber. Ja, was soll's. Mache ich das Angebot. So, mit dem Kosait ist jetzt Ruhe. Können wir uns um andere Dinge kümmern. Schaden, wenn ihr belagerte Truppen gegen den Feind geschickt werden. Eure Belagerten.
1% Schaden pro 100 Fertigkeitsunterschied gegenüber dem Feind, wenn Truppen gegen den Feind geschickt werden. Hm. Machen wir mal. So, hier oben wollen wir noch mal was leveln. Komm, mach mal Taktik aber noch ein bisschen, ne? Medizin ist eh gut genug. Vogt können wir noch ein bisschen. Machen wir eh zwei Sachen. Machen wir noch einmal hier. Machen noch einen bei Taktik rein. Dann passt das erstmal. Oh, noch ein bisschen frisches Hühnerfutter mit. Und dann geht's los zu einer neuen Front. Mensch, wir können uns Lageta wiederholen. Da waren wir lange nicht mehr. Ah, ein bisschen geht die Folge noch. Ich glaube, die eine Belagerung wird noch gehen. Wir möchten ja dann auf jeden Fall auch noch eine Burg geben. Da geht das nur 160 Verteidiger. Das ist ja fast nichts. Na, dann holen wir uns das doch schnell. Machen wir mal die erste Offensive hier. Das Ding ist instant gestürmt. Ach, wie süß, 300 Leute. Zu welchem Kindergeburtstag willst du denn gerade gehen? So, wir können auch ein bisschen befördern, das machen wir vorher auch noch. So, ist die nehmen wir auch noch mit. Angriff! Lageta ist gleich mein! So, Azarel, kriegt gleich mal eure erste Lektion. In puncto, wen erkläre ich dem Krieg 101? Ey! Na, warte. Wie könnt ihr hier los? Toppelt, ey. Ne, Günther. Lass mich hoch. So, Günther. Zeit wieder ein bisschen Einhand zu leveln für dich. Ich weiß, du hast da richtig Bock drauf. Ich würde sagen, das ist im Grunde schon der Beginn des Hühnerkreuzzugs, aber der richtige Ausführung dessen kommt dann in der nächsten Folge wahrscheinlich. Da geht es dann mal ein bisschen in das Wüstengebiet, da machen wir mal Günther Crusade. Eigentlich müssten wir uns mit Günther nur deswegen jetzt auch einen Topfhelm aufziehen. Der muss sich ja quasi ein bisschen in seine Rolle einfinden. Oh, Mann. Ah, wir haben es. Das ging für sehr fix. Ich hoffe, wir finden jetzt auch noch passende Leute. Ich meine, wir können noch jemanden dazu holen. Sehr gut. Wunderbar, unser erster Sieg gegen die Aserei. Stimmt, wie wollen wir es mit denen eigentlich machen? Köpfe ab oder Köpfe dran? Crusade lassen wir auch in Ruhe soweit. Wir haben ja, glaube ich, haben wir Leute von Aserei bei uns im Gefolge, die es nicht mögen könnten? Hm. Ich überlasse euch mal die Entscheidung, was Azarel angeht. Köpfe dran oder Köpfe ab? Richtig losgehen tut's ja erst beim nächsten Mal. Das war jetzt nur die erste Stadt, die wir schnell eingenommen haben, die nahezu wehrlos war. Schon wieder niemand hier, das gibt's doch einfach nicht.
Gut, dann suchen wir beim nächsten Mal nach jemandem. Wir haben ja, glaube ich, trotzdem jemanden erwähnen. Garmut Bittersud war es, glaube ich, ne? Du warst doch, glaube ich, der, den ich extra geholt habe. Ja, du bist auch Vogt, du bist echt gut ausgestattet. Ich meine, du bist von Valandia. Aber unser Verhältnis ist noch in Ordnung. Gut, ich habe jetzt auch die letzte Zeit niemanden mehr geköpft. Wer weiß, wie sich das dann verändert. Aber dir kann ich was geben. Das heißt, wir würden mal ganz kurz die Länder verwalten. Schauen wir mal, wer von den Clans hat denn mehrere Burgen? Nicht beim Clan, sondern hier. Sortieren wir mal nach Namen, da haben wir nämlich die ganzen Burgen aufgelistet. Du hast ein paar viele Burgen. Galrik. Okay, Galrik hat mir auch immer gute Dienste geleistet. Aber komm, Book Hogwarts gibt's immer ab. Ja, bitte. Ah, das kann ich jetzt mir geben. Sehr gut. Dann gebe ich das jetzt mir. Und Hogwarts wird dann unseren neuen Typen gegeben. Haben wir wenigstens diese Verteilung noch abgeschlossen. Garmund. Ich möchte dich beglückwünschen. Ich darf jetzt gerade nicht mit dir reden. Ah, weil wir in der Stadt sind, ne? Klassischer Fehler. So, ich möchte dich für deine Dienste belohnen. Dir gebe ich die Burg Hogwarts. Ich weiß, Hongard. Bitteschön. Bitte. Bittersud. Wir können dich Bitterfutter nennen. Was ist alles bitter? Ich meine, es gibt Bittermandel. Muss aber nicht unbedingt sein. Aprikosenkerne sind sehr, sehr bitter. Was könnte man noch als bitter bezeichnen? Grapefruit. Aber Grapefruitfutter klingt auch komisch. Bittermandelfutter. Ach, warum nicht? Ist ein ziemlich langer Wahrname, aber was... ich will mal überlegen, was gibt's denn noch? Bittermilch. Ich weiß, es ist Buttermilch. Mir kommt gerade spontan gar nicht mal so viel, was jetzt wirklich, wo ich wirklich richtig als bitter einklassifizieren würde. Weißt du, wie nenne ich trotzdem Bitterfutter? Das ist einfach alle bitteren Lebensmittel zusammengefasst. Wunderbar. Ein weiterer Clan. Ein weiterer Spaß. Die Mama meinte, wie aggressiv der drauf gestürzt ist, als hätte ich so einen Hund losgelassen. Meine Güte, da hat sich wirklich auch voll drauf verlassen, dass ich dem jetzt helfe. Er hat mich gerettet. Du bist einfach reingestürmt und hast dich drauf verlassen, dass ich dich rette. Hallo Sultan, komm mal mit. Die Oase des Sultans beginnt auszutrocknen. Gucken wir uns ein paar Sachen und der Rest kommt weg. So. Hi, ihr. Yours is not a... Ich werde euch mal ganz kurz mitnehmen. Ganz kurz nur. Yep. Ja, ihr könnt bleiben, was soll's. So. Was wir mit den Gefangenen machen, überlasse ich euch. Beim nächsten Mal treffen wir hoffentlich auch Leute, die wir auch gleich hier einbeziehen können. Ich meine, wir haben noch einmal Dulf, den Ergrauten. Ich glaube, du warst auch jemand. Ja, du bist ein Graufutter. Du bist auch einer von denen, die wir dann später noch setzen. Also wir haben einen extra zusätzlich rekrutiert gehabt, um ein bisschen Vorrat zu haben. Also es ist gar nicht mal so schlecht. Auf die Weise haben wir uns diese Woche mal erspart, nochmal neue Leute zu suchen.
Okay, dann sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Unsere Position verbessert sich, Stück für Stück. Du, Terus, du gibst mir mal die Stadt, damit wir uns verstehen. Na, geht er. Dass ich nicht sowieso nicht dabei stehe, ist schon so dreist. Ich darf es trotzdem... Oh, das ist immer so ein Zufallsprinzip, wer ausgewählt wird. Das ist doch auch doof. Dann kriegt unser Neuling Garm und Bittersud, bitteschön. Toll, dann habe ich jetzt extra noch jede Menge Beziehungsverschlechterung gemacht, ohne die Stadt zu bekommen. Ist das nervig. Na gut, okay. Ich würde sagen, ganz gut Fortschritte gemacht. An der Stelle sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum Hinterkreuzzug. Die haben gar nicht so viel Land, ne? Obwohl, die haben das Gebiet hier noch. Trotzdem würde ich gerne ein bisschen Richtung Wüste vorstoßen, wenn ich ehrlich bin. Die Sachen müssten wir aber schon loswerden. Aber die sind doch bestimmt immer noch mit den Asari im Krieg, kann das sein? Kusai zahle ich gerade Tribut. Mit wem? Seid ihr mit irgendjemandem im Krieg? Sieht man das? Das habe ich doch eigentlich gesehen gehabt, wer mit wem im Krieg ist, oder? Ja, also. Ah ja, doch. Die sind noch im Krieg mit den Asari, da steht's. Das heißt, während ich mich hier im Süden um die ganzen Leute kümmere, und hier kann ich wirklich an dieser Stelle auch alles abhalten, was zu mir kommen will, können sich doch eigentlich die Kusai hier um die kümmern. Das können die doch wunderbar machen in der Zwischenzeit. Hauptsache, die Jaimaris und Amateuris sind halbwegs in Ruhe gelassen. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten hier an der Front? Ach, guck mal, die Bogen, die da hinten sind, können wir uns jetzt eigentlich auch noch einverleiben. Ich hoffe, meine Leute machen das. Wisst ihr was, dann stelle ich euch mal extra, was die Kriegsstrategie angeht, auf ausgewogen. Dann könnt ihr selbst bestimmen. Dann seid ihr vielleicht auch ein bisschen erfreuter, hier die Burgen einzunehmen dort. Und ich versuche, wie im guten alten 300-Stil hier, diese Engstelle zu halten. Das heißt, wir müssen schnell noch diese Städte hier und die Burgen holen. Und dann halten wir hier unten die ganzen Horden vom Süden ab, die da wahrscheinlich kommen werden. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bye bye.